herzlich willkommen zum 39. Bonner Wirtschaftstalk hier aus dem Forum der Bundeskunsthalle. Es heißt ja normalerweise immer so, über Geld spricht man nicht. Ich glaube, das ist ein ganz großer Fehler, denn es ist wichtig, dass wir über Geld reden. Denn gerade in diesem Feld tut sich so wahnsinnig viel. Es gibt Währungen, die man gar nicht mehr anfassen kann. Es gibt neue Währungen. Es ist normal, dass wir bargeldlos bezahlen, aber auch noch Bargeld in der Tasche haben. Es mischt sich ganz viel. Und um da ein bisschen zu gucken, wie sieht es aus mit Geld 4.0? Was wird kommen? Wie wird unsere Bezahlweise aussehen? Was wird sich durchsetzen? Da freue ich mich sehr, dass heute hier vier kompetente Experten auf dem Podium sind, die mir Rede und Antwort stehen und ein bisschen Licht bringen ins Thema, was passiert alles. Zu meiner Linken fangen wir an mit Sandra Ficht. Sie ist Vice President and Head of Digital Banking der Capgemini Invent. Herzlich willkommen. Danke. Der Frau Ficht gegenüber sitzt Christian Buhr. Bei der KfW Bankengruppe sind Sie Direktor für Unternehmensfinanzierung, Gründung und Bildung. Herrliche Themen, schön, dass Sie da sind. Danke, hallo. Zu meiner Linken sitzt Professor Dr. Bernd Heitzer. Sie sind seit 2013 Rektor der Hochschule der Sparkassenfinanzgruppe. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Und last but not least, zu meiner Rechten, Frau Dr. Nicole Hanschur, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Köln-Bonn und dort für Finanzen, Controlling und Risikosteuerung zuständig. Schön, dass Sie da sind. So, jetzt habe ich Sie hier alle auf dem Podium sitzen. Fangen wir mal mit einem ganz banalen Thema an, wo man auch als Verbraucher noch mitkommt, Bargeld. Ich bin heute hergefahren, ich habe, wie viele auch im Publikum, ich habe das vor der Sendung erfragt, in einer Mischung bezahlt. Ich habe meine Fahrkarte für die Bahn mit der Karte bezahlt, aber die Laugenbrezel am Stand dann doch mit ein paar Münzen. Es ist aber ja irgendwie weniger geworden. Und da frage ich Sie jetzt, weil Sie ja auch Lehrender sind, wo ist das ganze Geld geblieben? Also in der Tat stellen wir fest, dass der Anteil an Online-Bezahlverfahren in Deutschland zunehmend steigt. Unabhängig davon ist es aber tatsächlich so, dass Deutsche immer noch eine hohe Präferenz für Bargeld haben. Nicht? Wenn man sich mal Studien auch der Deutschen Bundesbank anschaut, dann stellen wir fest, dass immer noch etwa so 3/4 aller Transaktionen am sogenannten Point of Sale, also am Verkaufspunkt, immer noch mit Bargeld abgewickelt werden. Das heißt, nach wie vor gibt es trotz allen Fortschritts bei Online-Bezahldiensten, bei Mobile Payment, immer noch eine gewisse Präferenz, zumindest in Deutschland, auch für Bargeld. Ja, also und damit sind wir fast alleine. Nur in Italien ist diese Präferenz fürs Bargeld noch stärker. In Schweden zum Beispiel haben Sie fast gar kein Bargeld mehr. Da kann es Ihnen passieren, dass Sie, wenn Sie nicht die passende Karte haben, nicht bezahlen können. Kann man daraus was lernen? Na, das setzt zunächst mal eine entsprechende technische Infrastruktur auch voraus. Nicht? Sie müssen ja auch dann in der Lage sein, in jedem Geschäft, beim Bäcker, beim Kiosk, dann auch bargeldlos zu bezahlen. Und trotz allen Fortschritts, den wir hier auch in Deutschland da unzweifelhaft mittlerweile gemacht haben, ist da die Infrastruktur noch nicht so weit, dass das überall möglich ist. Hm. Es bedarf hier sicherlich noch einiger Anstrengungen auch im Aufbau der Infrastruktur. Ja, da würde mich jetzt interessieren, frage ich die Frau Dr. Hanschur, der Aufbau dieser Infrastruktur ist eine Sache, aber dieses ganze Bargeldgeschäft ist ja auch mit Kosten verbunden. Ne? Ist Bargeld für eine Bank teuer? Ja, tatsächlich. Es ist relativ aufwendig, das vorzuhalten. Es ist eine relativ kostenintensive Angelegenheit. Jeder weiß es selber, wenn man die Geldbörse mit kleinen Münzen voll hat, ist auch relativ unhandlich. Nichtsdestotrotz, es wird von den Kunden nach wie vor nachgefragt und deshalb sind wir auch hier im Geschäftsgebiet mit 366 Geldautomaten vertreten und stellen nach wie vor natürlich die Versorgung sicher, weil ich teile da vollkommen Ihre Meinung, in Deutschland nach wie vor eine große, große Rolle spielt. Haben Sie eine Idee, warum die Deutschen sich so schwer tun, ihr Bargeld loszulassen? Sie sind ja quasi an der Quelle. Warum hakt der Deutsche da so dran?
Ich denke, das ist, es ist ein kulturelles Phänomen. Mhm. Es ist, ich weiß nicht, ob Sie eine Erklärung haben, Herr Professor. Ich denke auch, es hat vieles mit Gewohnheit zu tun. Mhm. Es ist einfach, es ist sicher. Beim wichtigen Thema Sicherheit, was für viele immer noch ein großes Thema ist. Es ist natürlich auch gewissermaßen anonym. Nicht? Anonymität ist es, ja. Man gibt keinerlei Daten damit preis, wenn man mit Bargeld bezahlt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Zuerst möchte ich von Ihnen wissen, ob Sie bei der KfW überhaupt noch irgendwo Bargeld rumliegen haben. Dafür muss man vielleicht ein bisschen was über die KfW wissen. Das stimmt. Also ob wir tatsächlich noch irgendwo im Tresor Bargeld liegen haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wenn es so ist, dann ist es mit Sicherheit weniger, als das bei einer normalen Bank in Anführungszeichen der Fall ist. Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass wir keine klassischen Zahlungsverkehr mit Privatkunden haben. Also bei uns gibt es kein Girokonto, kein Sparbuch, kein Sparvertrag, kein Wertpapierdepot. Und insofern haben wir diese Einzahlungen nicht. Wir haben aber auch umgekehrt nicht, dass wir Mittel vorhalten müssen in ausreichendem Maße dafür, dass Kunden eben Bargeld abheben. Insofern ticken wir da als Förderbank einfach ein bisschen anders. Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie haben so und so viele Geldautomaten. Ist das außerhalb der Filialen Luxus, so einen Geldautomaten zu betreiben? Also ist das noch mal teurer außerhalb der Filiale? Sie müssen die Technik vorhalten, Sie müssen die Logistik vorhalten, ob der Automat in der Filiale spielt, ob der außerhalb steht, das spielt keinerlei Rolle. Und wie stehen Sie dann zu diesen Angeboten? Es gibt ja, wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt oder im DM, habe ich ja auch die Möglichkeit, bei meinem Einkauf zusätzlich Bargeld abzuheben. Ist das für Sie Konkurrenz oder ist das ein Service? Und sagen Sie, yeah, müssen wir nicht machen? Weder noch. Wir sehen es einfach als eine weitere Möglichkeit, sich mit Bargeld zu versorgen. Ersetzt aber sicher nicht den Gang in die Filiale. In der Filiale können wesentlich mehr Dinge, Dauerauftrag ändern, Überweisungen noch vornehmen, gemacht werden. Das geht alles nicht im Supermarkt. Im Supermarkt ist es eigentlich ein Nebenbei-Effekt, dass man das Geld dort mitnehmen kann. Also wir sehen es nicht als Konkurrenz, aber wir sehen es auch nicht als Kostenentlastung. Ja, okay. Ist ja schon mal jetzt so hingesetzt. Jetzt frage ich Sie, Frau Ficht, Sie sind ja so ein bisschen übergeordneter, weil Sie viel beraten und vielleicht auch noch einen anderen, freieren Blick haben. Wenn die Deutschen sich so schwer tun mit dem bargeldlosen Bezahlen, ist das dann wirklich die Zukunft? Wird das kommen und muss das unbedingt durchgedrückt werden via Handy oder egal, ob wir Karte haben, PIN, Smartphone, NFC jetzt für kleine Beträge, das ist, wenn Sie nur so das gegenhalten und es wird abgebucht. Ist das die Zukunft oder ist die Vielzahl der Möglichkeiten die Zukunft? Auf welches Pferd würden Sie setzen? Ich glaube, die Antwort ist eine Mischung aus Ihren Vorschlägen. Also ich glaube, ja, es ist die Zukunft auf der einen Seite. Ich glaube auf der anderen Seite, nein, es muss nicht durchgedrückt werden. Die Dinge werden sich dann durchsetzen, wenn sie für den Verbraucher bequem sind, angenehm zu handhaben, idealerweise noch mit einem gewissen Maß an Sicherheit dabei. Und wenn das gegeben ist, werden sich die Dinge durchsetzen, ob sie durchgedrückt werden oder nicht. Andersrum würde jede Verordnung vielleicht funktionieren, weil sie eine Verordnung ist, aber deswegen nicht ein Zahlungsmittel deswegen bevorzugen oder dafür sorgen, dass es wirklich sich durchsetzt und angenommen wird. Da sind wir wirklich eher auf der Ecke, was ist bequem. Sie hatten nach was habe ich heute mit Bargeld oder nicht bezahlt. Ich finde, da kann man ganz gute Beispiele finden. Ich war heute an verschiedenen Point of Sales schon. Beim Bäcker habe ich mein Brötchen auch mit Bargeld bezahlt, weil es einfach war und tatsächlich auch, glaube ich, gar keine Alternative gab. Ich habe einen größeren Einkauf getätigt, den habe ich mit der EC-Karte bezahlt, weil es die Möglichkeit halt gab, war kontaktlos, ging auch schnell. Ist mir übrigens lieber, als wenn ich erst noch die PIN eingeben muss, weil es bequem ist. Ich habe aber auch das Taxi mit der App bezahlt. Und das ist mir noch mal lieber, und zwar so lieb, dass ich inzwischen mich wirklich ärgere, wenn ein Taxifahrer mir das nicht ermöglicht, ja, wenigstens per Karte oder irgendwie, also wenn der Taxifahrer mich zwingt, bar zu zahlen, weil ich mich an der Stelle an eine Bequemlichkeit gewöhnt habe, dass ich sie inzwischen erwarte. Mhm. Und an anderen Stellen erwarte ich die aber noch nicht. Und es ist beim Bäcker völlig in Ordnung für mich, dass ich das Brötchen mit Bargeld bezahle. Mhm. Und dann natürlich das Thema Anonymität, gibt es vielleicht Stellen, da möchte ich gar nicht anders als bar bezahlen. Ja, und da ist natürlich eine interessante Frage, wer braucht denn heute noch Bargeld? Außer jetzt, also mir fallen ein Rentner oder Geldwäscher, Datenschützer,
Nostalgiker. Sie haben ja einen bekannten Kreis. Nein. Ich dachte, mir fällt ein. Ich hatte immer schon viel Fantasie. Also, nein, gibt es Notwendigkeiten, Bargeld zu haben, die über diese Gruppen hinausgehen? Ja, denken Sie mal an Kinder zum Beispiel. Wenn Sie Ihre Kinder zum Bäcker schicken, morgens, um Brötchen zu holen. Natürlich gibt es dafür vielleicht auch andere Lösungen mit Apps und das geben Sie vorher frei und prepaid und weiß ich nicht. Aber nichts ist so einfach, als den Kindern 5 Euro, 2 Euro, was auch immer, in die Hand zu geben, zu sagen, geh zum Bäcker Brötchen holen. Das Risiko ist wirklich überschaubar, weil es eben abgezähltes Geld ist. Und gleichzeitig bringe ich Ihnen noch bei, ein bisschen was im Kopf zu rechnen und mit Geld umzugehen, weil Sie auf das Wechselgeld achten müssen. Ich glaube, jeder hat irgendwann, also ich zumindest als Kind, mal die Erfahrung gemacht, dass man irgendwann mal nicht dran gedacht hat, dass man noch Wechselgeld bekommt. Das hat man genau einmal gemacht. Ja. Und das ist aber auch ein Punkt, da habe ich dann letztens die Erfahrung gemacht, da war ich mit meiner Tochter in der Stadt. Und wenn man mit Bargeld bezahlt, das rauszugeben, was an Wechselgeld rauskommt, da scheitert es bei ganz vielen, weil ganz viele Kassierer nicht mehr gewöhnt sind, diesen Betrag auch korrekt abzuzählen. Also das scheint auch schon so eine Veränderung zu sein. Außerdem ist es natürlich schön, mit dem Bargeld auch als Oma dann später sagen zu können, nichts der Mama sagen das, und tu mal schön ins Spardöschen. Sparschweinchen, genau. Also ist es notwendig? Nein, es geht auch ohne. Die Schweden beweisen, dass es geht. Mhm. Ist es deswegen obsolet? Nein, auch nicht. Jetzt ist es aber so, Sie haben jetzt schön gesagt, was ich für Leute kenne, aber wenn wir jetzt trotzdem mal gucken, diese Leute gibt es, die da auch durchaus kriminelle Energie entwickeln und da wird aber auch beim Bargeld was gemacht, dass das auch sicherer sein soll, fast so sicher wie hier bargeldloser Verkehr von der Seite betrachtet. Stichwort smartes Bargeld. Ist das was, was Ihre Studenten interessiert oder sagen die, ach ja, da machen die halt so eine Schicht auf den Schein, kann man den verfolgen, uninteressant? Nein, also als Hochschule haben wir immer den Anspruch, auch aktuelle Themen rund um Banking and Finance aufzugreifen, auch mit unseren Studierenden zu diskutieren. Und umgekehrt haben die Studierenden das auch. Ja. Die greifen natürlich auch diese neuen Themen auf, weil sie wissen, es hat Relevanz für die Institute, in denen sie tätig sind. Und entsprechend wird das dann natürlich in den wissenschaftlichen Arbeiten etwa bearbeitet, es wird in Abschlussarbeiten bearbeitet, aber es ist dann natürlich immer auch Bestandteil von der Veranstaltung, denn natürlich haben wir als anwendungsorientierte Hochschule immer auch den Anspruch, die Brücke sozusagen zwischen Theorie und Praxis eben unseren Studierenden beizubringen. Also derartige Themen sind im Moment eben auch en vogue und wir sehen das auch sozusagen in den Abschlussarbeiten, nicht die auch von unseren Studierenden dann gerne bearbeitet werden wollen. Da habe ich noch so ein paar Themen, wo ich mir vorstellen könnte, dass Ihre Studierenden dann auch Spaß dran haben. Da kommen wir auf jeden Fall gleich zu. Eins davon dürfte aber bestimmt alles sein, was plattformbasiert ist. Jetzt die letzten Tage ist viel passiert. Apple Pay ist immer wieder in aller Munde. Jetzt ist Libra gekommen. Das ist quasi der Facebook-Coin. Und da hieß es vorher, habe ich ein Zitat gefunden in der Vorbereitung, kommt der Facebook-Coin, dann brauche ich kein Konto mehr. Kommt dagegen wer? Frau Dr. Handschuhe. Also zuerst mal muss man sagen, es handelt sich hier ja um einen sehr, sehr regulierten Markt. Die Hoheit über unsere Währungen haben die Zentralbanken. Gott sei Dank haben das die Zentralbanken. Und wenn man die letzten Tage die Presse liest, kann man auch sehr schön verfolgen, wie sich die Zentralbanken in den einzelnen Ländern tatsächlich aufstellen und mit Facebook bereits in Kontakt treten und mit Zuckerberg sprechen und die Regularien und die Anforderungen entsprechend darlegen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Soweit ich es verstanden habe, soll dieses Konzept so vorgesehen sein, dass nicht nur eine Währung oder der Libra kommt, sondern dass die Refinanzierung tatsächlich dann auch über Staatsanleihen erfolgt. Und das ist natürlich sehr, sehr kritisch, wenn Facebook dann im Markt von Staatsanleihen mit unterwegs ist. Und da haben wir Gott sei Dank Zentralbanken, da haben wir wirklich gute Systeme, die entsprechend auf die Regulierungen achten. Wenn ich vielleicht direkt ergänzen dürfte. Also in der Tat, nicht als Anleger tauschen Sie Währung in diese Facebook-Coins. Das Geld wird dann in einer Stiftung, so die Idee, gesammelt. Und die Mittel werden dann natürlich angelegt, ja? Etwa in Staatsanleihen. Und was jetzt passiert ist,
Facebook wird damit zum Gläubiger von Staaten. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wir reden von 2 Milliarden Nutzern von Facebook, wenn davon nur 5% dieses neue Angebot nutzen, sind wir bei 100 Millionen möglichen Nutzern. Das sind mehr als alle Bankkunden in Deutschland zusammen. Ja, und wenn dann jeder einen Betrag von 100 Euro, wenn es nur 100 Euro sind, entsprechend umtauscht, dann können Sie sich vorstellen, was da für Summen zusammenkommen, die dann natürlich wiederum angelegt werden, unter anderem in Staatsanleihen, ja, auch um das Ganze sozusagen stabil zu halten. Und damit wird oder besteht die Gefahr, dass Facebook zum Gläubiger von Staaten wird. Und als Notenbanker würde ich jetzt mal unruhig werden. Sehr unruhig werden, genau. Fragen wir doch mal den Herrn Buhr. Sie sind ja am nächsten dran, so gesehen. No? Ja, also was die Facebook-Währung angeht, muss man zunächst mal sagen, dass wir noch über ein theoretisches Konstrukt sprechen. Ja, also der Praxistest, der steht immer noch aus. Sie haben es schon angesprochen, es wird Gespräche geben mit Regulatoren, mit Zentralbanken etc. Ob das dann alles so kommt, wie das jetzt mal vorgesehen ist und aufgeschrieben wurde, wage ich mal zu bezweifeln. Ja, und ich verfolge das mit einem Interesse, weil ich schon glaube, das, was dort jetzt angedacht ist, hat eine gewisse Substanz, anders als andere Währungen, die in die Richtung gegangen sind. Alleine schon, weil man diese Währung stabil halten will. Sie haben es angedeutet, die Instrumente sind in der Tat fraglich. Aber ich bin der Meinung, dass es vor allem eins braucht, damit eine Währung akzeptiert wird, und das ist Vertrauen. Vertrauen in die Stabilität der Währung, auch Vertrauen in diejenigen, die die Währung kontrollieren. Und da habe ich doch zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch Zweifel, ob Facebook oder ein von Facebook geleitetes Zusammenschluss an anderen Unternehmen dieses Vertrauen der Kunden wirklich gewinnen kann. Weil Facebook jetzt in der Vergangenheit nicht unbedingt als Unternehmen in Erscheinung getreten ist, das besonders vertrauenswürdig beispielsweise mit Daten von Nutzern umgeht. Ja, ist nicht die beste Reputation, um in so einem Feld dann zu starten. Ne? Aber wie ist das, frage ich Sie jetzt, Frau Ficht, muss sich denn andersrum die Finanzwirtschaft auch neu erfinden, wenn jetzt, das sind ja alles dezentrale, sich selbst regulierende Systeme, wie jetzt Blockchain oder so, wo das in einer Kette notiert wird, bei Geschäftsprozessen und Währungen Einzug halten? Also muss sich das komplette, die komplette Finanzwirtschaft neu erfinden, oder sind die Werkzeuge schon da? Wenn wir das Thema Blockchain jetzt mal auf den wirklich kleinen Teil dessen, was Blockchain tatsächlich ist, nämlich diese Kryptowährungen beziehen. Und wie gesagt, das ist ja wirklich ein ganz kleiner Teil nur dessen, was die Technologie als solches ermöglicht. Dann glaube ich, neu erfinden gar nicht unbedingt, weil das gibt es schon. Mehr oder weniger erfolgreich. Und auch da gibt es verschiedenste Modelle. Woran ist eine Währung, woran wird sie festgemacht, wie wird sie refinanziert und so weiter und so fort. Das sind gerade ein paar Beispiele hier auch in der Runde schon. Und ich glaube, auch was Herr Buhr gerade sagte, man kann das schon gespannt beobachten. Denn auch wenn das Konstrukt, was wir jetzt hier bei Facebook hören, noch nicht das ist, was es am Ende werden wird. Es hat Ansätze, die, glaube ich, früher oder später sich durchsetzen werden. Die Frage ist, wer findet wie einen Weg, das so zu machen, dass es am Ende auch wirklich funktionieren kann. Für eine Gesellschaft, wenn wir jetzt mal an Staaten denken, für eine Gesellschaft, wenn wir an Menschen denken, also in der Handhabung und für das gesamte Finanzsystem, was hinten dran hängt. Mhm. Und dann sind wir viel beim Thema Vertrauen, beim Thema Sicherheit, was da dahinter stecken muss. Ich glaube, wir sind im Moment in einer Experimentierphase, wo viel ausprobiert wird. Das ist auch notwendig und das ist gut, glaube ich. Und da wird an der einen oder anderen Stelle bestimmt, werden da Fehler gemacht. Die werden wir machen müssen, um uns weiterentwickeln zu können. Auch an der Front Geld, in welcher Form auch immer. Jetzt wurde schon viel gesprochen über Vertrauen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich möchte noch kurz bei den Innovationen bleiben. Es gibt ja jetzt viel auch Neobanken, wie zum Beispiel N26 ist jetzt die, wo man am ehesten was von mitbekommen hat noch. Zumindest ich im Vorfeld. Was können denn diese Neobanken von der Sparkasse oder auch von der KfW lernen, ohne so zu werden wie sie? Da muss man vielleicht erst mal schauen, was unterscheidet sie denn heute vielleicht? Es ist ja nicht so, dass die einen eine richtige Bank sind und die anderen sind keine richtige Bank, sondern die sind ja schon beides richtige Banken.
Jetzt ist aber eine Bank wie die Sparkassengruppe ein etabliertes Unternehmen mit einer ganz breiten Produktpalette, mit Prozessen, sicherlich auch mit einer IT, die über Jahre gewachsen ist, was Vor- und Nachteile hat. Während so eine Neobank so ein bisschen die Dinge auf der grünen Wiese aufgebaut hat, mit der neuesten IT und nicht mit einer IT, die sie schon ein paar Jahre mitziehen mussten, mit Prozessen, die vollständig und ausschließlich am Nutzer ausgerichtet sind, während sie bei herkömmlichen Banken an vielen Stellen schon sehr viel sich verändernde Regulatorik miterlebt haben. Mhm. Was den Prozess nicht immer besser, schneller, schöner und für den Verbraucher netter gemacht hat, was aber, und das hatten Sie ja anfangs auch gesagt, was durchaus einen Wert hat. Also dieser stark regulierte Bankenmarkt, diese Regulatorik ist den Banken sicher an vielen Stellen ein Dorn im Auge. Sicherlich sind das Kosten, die sind ganz fürchterlich. Und wenn man könnte, würde man an der einen oder anderen Stelle sicher gerne darauf verzichten. Aber es ist auch das Fundament dessen, was uns Verbrauchern in die Banken ein gewisses Vertrauen haben lässt. So, haben das die Neobanken auch? Ja, zum Teil. Sie gehen ein bisschen anders ran. Während Banken häufig, klassische Banken häufig schauen, was lässt die Regulatorik zu, ist das Herangehen in Neobanken ein anderes. Da ist es eher ein, das möchte ich machen. Und dann gucke ich hinterher mal, wie weit komme ich denn und wo muss ich vielleicht einen Umweg gehen, weil es die Regulatorik nicht zulässt. Also am Ende sind sie auch compliant. Aber die Herangehensweise ist eine andere. Okay. So, und ich glaube, das ist was, wo beide voneinander lernen können. Ne? Sowohl die Sparkassen und so weiter von den Neobanken. Wie kann ich vielleicht doch mal zumindest in der Grundüberlegung, wenn ich anfange zu denken und Innovation, da muss ich eben kreativ sein. Wie kann ich da vielleicht die Regulatorik in Schritt 1 mal beiseite lassen, um eben zu überlegen, was ist für den Verbraucher toll. Und die Neobanken hingegen vielleicht die Regulatorik einen Schritt früher wieder reinzunehmen in ihre Kreativität. Würde für beide, glaube ich, gut funktionieren. Ja, das klingt ohne, dass sich beide verbiegen müssen. Ne? Also auch das, wir werden, also keine Neobank wird sich irgendwie zu einer traditionellen großen Bank und Konzern umformen lassen wollen. Und das ist auch gut so und andersrum genauso. Wie ist das denn, frage ich jetzt mal die Frau Dr. Handschuhe, so unter uns Pastorentöchtern? Es gab ja den Fall, dass so eine Neobank, nämlich die N26, ein bisschen blöd aufgefallen ist mit Accounts, wo dann jemand ein Konto hatte und diese echte Person wusste gar nichts davon. Und das wurde genutzt für kriminelle Geschäfte, nicht von meinen Bekannten, aber ne, so. Und die Volksbanken sind hingegangen und haben gesagt, nö, wir führen diese Überweisungen, diese Zahlungsanweisungen nicht aus. Wir blocken das hier. Lieber Kunde, du rennst da ins offene Messer. Sind aber Ihnen im Vorstand die Korken geknallt? Haben Sie gedacht, yeah, endlich zeigt es denen mal einer? Nein, um Gottes Willen, nein. Aber es ist tatsächlich so, wie Sie sagten, bei uns ist einfach, Vertrauen ist für uns ein absolut hohes Gut. Vertrauen und Sicherheit. Und damit arbeiten wir. Geldwäsche, Betrugsprävention, all diese Themen, die haben bei uns einen ganz, ganz, ganz hohen Stellenwert. Da haben wir sehr geordnete Prozesse. Das Thema, dass wir unsere Kunden kennen, dass wenn wir Einzahlungen haben, die über einen gewissen Betrag rausgehen, dass sofort die Prüfroutinen loslaufen. Bei Abhebungen genau das Gleiche. Also wir stellen immer wieder fest, wenn Kunden bei uns sind oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann wirklich am Schalter stehen, die verhindern können, dass da 50.000, 80.000 Euro ausgezahlt werden, die dann offensichtlich auf einen Enkeltrick zurückzuführen sind. Das sind für uns einfach sehr, sehr wichtige Themen und da halten wir auch daran fest. Werden die Enkel mit dem Enkeltrick auch kreativer? Gibt es eine neue Masche, die schon online funktioniert? Es gibt tatsächlich Möglichkeiten oder es gibt tatsächlich Versuche, Online-Banking eben entsprechend abzubuchen oder entsprechende Überweisungen zu veranlassen. Aber auch hier, also ganz ehrlich, hier sind ganz starke Bemühungen gerade bei den klassischen Banken, wirklich mit entsprechenden Prüfroutinen, mit sehr, sehr schnellen Reaktionszeiten, das zu verhindern. Passiert auch bei uns, aber
doch in einem sehr geringen Ausmaß. Und da ist man vielleicht als Neobank etwas anfälliger, weil man einfach die standardisierten Prozesse noch nicht in dieser Form etabliert hat. Wenn wir jetzt bei Innovationen bleiben und gehen mal auf die Digitalisierung, im Allgemeinen ganz großes Feld und Fintech. Wenn ich jetzt sage Fintech, das kommt für mich als Laie ja so ein bisschen rüber wie so ein Gemischtwarenladen aus Apps, sag ich mal. Das ist sicherlich ein verkürzter Blickwinkel. Als Start-up scheint das Ganze ja super. Man hat direkt mit viel Geld zu tun und kann den Kunden, wie Sie auch eben sagten, vermitteln, so, ja, der Newcomer hat technologisch mehr auf dem Kasten, weil der den ganzen alten Krempel nicht mit durchschleppen musste, so ungefähr. Haben Sie es viel hübscher, aber so ungefähr haben Sie es formuliert, als die etablierten Player. Das heißt, alles umsonst und auf dem Handy. Ist das wirklich so, Frau Ficht? Nein, ist es nicht. Fintechs grundsätzlich ist ja auch Gemischtwarenladen, ja, aber nicht jedes Fintech, sondern die Summe an Fintechs führt dazu, dass wir einen Gemischtwarenladen an Funktionen, Angeboten zur Verfügung haben, das wir nutzen können. Mhm. Fintechs sind letztlich nichts anderes als kleinere, größere, wie auch immer, Technologieunternehmen, deswegen das Tech hinten dran, die sich um irgendein Ding, Produkt, Service, was auch immer, aus dem Finanzbereich kümmern und sich dessen angenommen haben. Und weil es eben Technologieunternehmen sind, haben sie da normalerweise sehr talentierte, technisch talentierte Menschen, die das halt gut können und konzentrieren sich aber eben auf das eine Ding, worum es geht. Manche wachsen dann auch, bauen noch Dinge links und rechts an, gar keine Frage. So, das führt aber dazu, dass weil sie klein sind, weil sie eben technisch sehr versiert sind und so weiter, sehr innovativ sein können im Sinne von, sie können sich schnell verändern, sie können Dinge schnell ausprobieren und umsetzen. Mhm. Was den Vorteil für Banken bringt, dass sie genau darauf zurückgreifen können. Jetzt sind Banken nicht so schnell und wendig, logischerweise, wir hatten das ja gerade wegen der etablierten Prozesse und Technologie und so weiter. Aber was sie natürlich prima machen können, ist auf so kleine, ich nenne sie mal Nischenlösungen, die eben sehr spezialisiert sind, zurückzugreifen und in ihr eigenes Angebot mit einzubauen. Mhm. Und damit sozusagen sich selbst auch ein Stück weit neu zu erfinden und innovativer zu werden. Gut. Sie nicken so, hat die Frau Ficht absolut korrekt top erklärt, konnte man nicht besser. Sehr gut. Gibt ein Sternchen. Na. Sehr gut. Nein, also es ist tatsächlich ja so, wie Frau Ficht sagte, also Fintechs greifen sich üblicherweise so einen kleinen Bereich aus der gesamten Wertschöpfungskette sozusagen eines Kreditinstituts heraus und versuchen dort optimierte Lösungen eben den Kunden anzubieten. Und wie das bei Innovationen ist, die setzen sich dann durch, wenn sie halt für den Kunden einen Nutzen vermitteln. Und in der Tat sollte ein Kreditinstitut auch keinerlei Berührungsängste zu Fintechs haben. Im Gegenteil, also hier bieten sich wunderbare Kooperationsmöglichkeiten an. Ein Beispiel ist die Fotoüberweisung in der Sparkassen-App. Das wurde von einem Fintech entwickelt. Und wie Sie sagen, da gibt es die Schnelligkeit, da gibt es die Innovationsfreude. Dann kommt das Produkt und dann kommen die ganzen Prozesse mit allen regulatorischen Anforderungen, mit allen wirklich Umsetzungsthemen, die man dann in einem Bankbetrieb hat. Und von daher ist die Kombination sehr, sehr gut. Das haben, glaube ich, zwischenzeitlich auch viele verstanden. Man sieht ja auch hier in der Runde ein großes Nicken bei dem Thema oder bei dem Wort Zusammenarbeit. Lange Zeit war es schon so gefühlt auch, dass so zwei Welten gegenüberstanden und man das Gefühl hatte, die wollen uns was Böses jetzt aus Sicht der etablierten Banken. Ja. Aber man hat es mittlerweile, finde ich, begriffen und es ist der absolut richtige Weg, dass eine Zusammenarbeit und eine Kollaboration eben an diesen Stellen total sinnvoll ist. Aus meiner Sicht vor allem aus dem Grund, was Sie auch angesprochen haben, Fintechs stecken eben häufig den Fokus auf das Kundeninteresse bzw. auf die Convenience, also auf den Komfort. Was ist für den Kunden komfortabel? Was fragt der Kunde nach? Was geht für ihn schnell? Was ist für ihn einfach? Und da können die etablierten Banken an vielen Stellen schon auch noch ein bisschen was lernen. Und umgekehrt ist es so, das ganze Thema Regulatorik, Sicherheit, Geldwäsche etc., da können sicher auch die Fintechs von den Banken ein bisschen was lernen. Insofern findet da jetzt zusammen, was aus meiner Sicht auch ganz gut zusammenpasst.
Wie haben sich denn bei Ihnen die Prozesse verändert? Das würde mich auch interessieren. Also die konkrete Arbeit bei Ihnen leistet ja Ihr Kunde, und das ist in dem Fall die beauftragte oder die beantragende Bank, beziehungsweise da der jeweilige Kundenberater. Und wie viel Prozess und wie viel menschliche Entscheidung ist da bei Ihnen beim Kreditantrag noch bei? Also kleine Korrektur, auch unser Kunde ist der Kunde, also der Endkunde. Er kommt nur zu uns über seine Hausbank. Ja, okay. Also wir haben kein Filialnetz, man kann also nicht direkt zu uns kommen, mit wenigen Ausnahmen. Es gibt einige Förderfelder, da funktioniert das. Aber wenn er einen KfW-Kredit haben möchte, und das ist unser Produkt, was wir anbieten, Kredit, ich habe vorhin erzählt, was wir nicht haben, was wir haben, ist Kredit für einen speziellen Förderzweck, dann muss er zu seiner Hausbank, zu seiner Sparkasse, Volksbank oder sonstigen Bank gehen und diesen Kredit dort beantragen. Und man kann sich jetzt vorstellen, dass über so eine Kette, wo noch jemand dazwischen ist, der bei anderen Banken schon mal nicht da ist, das relativ lange dauert, bis dann die Beratung stattgefunden hat, der Antrag ausgefüllt ist, der Antrag bei der KfW ist, bei der KfW geprüft wurde, wieder zurückgespielt wurde. Und da haben wir für das inländische Durchleitgeschäft schon relativ frühzeitig gesagt, diese Strecke müssen wir irgendwie optimieren. Also die kann nicht dauerhaft so manuell und da auch lange dauern, wie das heute der Fall ist. Und da sind wir rangegangen, das haben wir natürlich nicht alleine gemacht, sondern dafür brauchen wir unsere Finanzierungspartner, sprich die Banken, Volksbanken und auch die Privatbanken, und haben diese Strecke digitalisiert, automatisiert. Das heißt, wenn der Kunde bei seiner Hausbank ist und das Beratungsgespräch führt, kann der Berater die Daten in ein Tool, letztlich ein webbasiertes Tool, eintragen, dass dann eben sehr schnell die Dinge bei uns auf dem Schreibtisch liegen, und im optimalen Fall liegen sie gar nicht mehr auf dem Schreibtisch, sondern prüft das Tool selbst schon die Fördervoraussetzungen und kann dann in Sekundenschnelle letztlich eine Rückmeldung geben. Man muss da unterscheiden, das funktioniert, so wie ich es gerade beschrieben habe, bei reinen Refinanzierungskrediten. Das bedeutet, wir refinanzieren die Hausbank und die Hausbank nimmt das Kreditrisiko. Da können wir sehr schnell agieren. Wenn wir allerdings auch selbst ins Risiko gehen, was wir tun, beispielsweise in der Gründungsfinanzierung, in der Innovationsfinanzierung, ist das ein sehr gutes Förderinstrument, dass wir den Hausbankenrisiko auch abnehmen. Dann brauchen wir natürlich auch selbst eine eigene Prüfung, die allein schon regulatorisch vorgegeben ist, also eine Bonitätsprüfung, eine Prüfung der Sicherheiten etc. Dann geht es natürlich nicht ganz so schnell. Wie ist es denn? Das klingt ja jetzt nach einem sehr stark automatisierten System, was da funktioniert. Diese Steuerung, wo sind denn da die Stellschrauben, um die Steuerung so ein bisschen noch zu ändern? Also vielleicht eine Stellschraube, auf die ich gerne eingehen möchte, ist die, so ein System intern zu etablieren, weil sich natürlich Prozesse ganz grundlegend ändern. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist vor allem auch die Institution, auch die Mitarbeiter, die ja vormals an manuellen Prozessen gearbeitet haben, mitzunehmen. Also sehr frühzeitig zu informieren, an diesem Prozess teilhaben zu lassen, diesen Prozess mitzugestalten, um letztlich auch eine Akzeptanz dafür zu schaffen und auch zu erläutern, warum tut man das und was bringt das eigentlich am Ende. Und dann kommen da ganz viele Stellschrauben bei raus, wo man sieht, naja, an der Ecke muss man doch noch eine manuelle Entscheidung treffen oder muss man vielleicht doch noch mal drüber nachdenken, wie man das eigentlich systemseitig umsetzt. Aber wichtig ist aus meiner Sicht tatsächlich die Beteiligung der Mitarbeiter. Beteiligung der Mitarbeiter ist jetzt ein schönes Stichwort. Ich möchte nämlich unbedingt noch darauf eingehen. Stichwort Entwicklungshilfe per App. Das habe ich nämlich in der Vorbereitung gelesen und fand das ganz irre. Es ist also so, wenn Sie Gelder geben oder Kredite gewähren, da gab es dann zum Beispiel den Fall, dass es so gefährlich war, wo das Geld hinfloss, dass man jetzt nicht vor Ort mit dem Gutachter oder sonst wie gucken konnte, ob das auch alles so umgesetzt wird, wie es geplant und genehmigt war. Sondern Sie haben da eine App entwickelt, die komplett verschlüsselt, sicher übermittelt, wie es gerade jetzt aussieht in Afghanistan, was mit dem Geld passiert. Also dieses Controlling ganz klar in eine App zu setzen mit den Sicherheitsvorkehrungen. Ist das nicht ein Vorbild für Deutschland, sagen wir mal, bei der Baufinanzierung? Also es ist erstmal ein sehr kleiner Pilot, muss man dazu sagen. Und da kommt genau das zum Tragen, was auch angesprochen wurde.
nämlich letztlich die Zusammenarbeit mit neuen Technologien oder auch das Ausprobieren von neuen Technologien. Dieser Technologie beispielsweise oder dieser Anwendung liegt die Blockchain-Technologie zugrunde, die einfach viele Vorteile mit sich bringt, die gerade dann zum Tragen kommen, wenn man eben in besonderen Ländern, wir haben jetzt zwei Piloten laufen in Brasilien, in Burkina Faso, wo es eben besondere Sicherheitsvorkehrungen gibt, dort kommen diese positiven Eigenschaften der Blockchain zum Tragen. Sie ist sehr transparent, sie ist nachverfolgbar, sie ist irgendwie revisionssicher. Alle Beteiligten in dieser Kette haben immer einen aktuellen Stand, wo sind gerade welche Informationen oder wer ändert gerade etwas an den Informationen. Und das haben wir gesagt, wollen wir uns weniger akademisch anschauen, sondern wir wollen es jetzt einfach mal ausprobieren. Mhm. Und deshalb sage ich Piloten, also dann wurde diese Anwendung programmiert, auch mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die uns da unterstützt haben. Und es wurde jetzt mal auf den Markt gebracht und wird in diesen beiden Ländern getestet. Über den Erfolg, es läuft, glaube ich, ganz gut, aber ich würde mir noch kein Urteil erlauben, inwieweit das ein Beispiel ist, was dann auch auf andere Länder oder gar auf andere Systeme oder Anwendungsbeispiele ausgeweitet wird. Aber genau das ist unser Ansatz, das eben herauszufinden mit diesem Piloten. Bleiben wir mal so ein bisschen thematisch beim Geldgeben, also im Kreditgeschäft. Da hat man ja als Verbraucher so ein bisschen das klassische Bild, die Bank sitzt so auf dem großen Topf mit Geld, so ein bisschen wie Dagobert Duck. Und wenn man da was haben will, muss man sich ganz schön anstrengen. Das ist ja eigentlich falsch, ne? Herr Dr. Heitzel, ist ja eigentlich gut, möglichst viele Kredite rauszugeben. Denn es geht ja um Entwicklung von Zukunft, wie auch beim Herrn Buhr, richtig? Auch, ja. Gut, also diese alte Volksbank-Idee, die ich noch aus der Werbung kenne, dieses wir machen den Weg frei. Wie könnte man denn diese Mentalität noch stärker im Unternehmen oder in der Gesellschaft leben? Also zunächst mal haben die Sparkassen ja auch einen durchaus ähnlichen Slogan, nicht? Wir machen es den Menschen sozusagen einfach, ihr Leben zu gestalten. Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Ja, ich denke, es muss darauf ankommen, aus Kreditinstitutssicht hier Produkte zu entwickeln, die einen Nutzen für den jeweiligen Kunden bieten. Und wenn das Kreditinstituten gelingt, dann ist mir auch überhaupt nicht bange. Wichtig ist halt, dass Kreditinstitute sozusagen die Schnittstelle zum Kunden behalten. Nicht? Wir hatten eben auch über Fintechs gesprochen. Das, was aus Kreditinstitutssicht nicht passieren sollte, ist, dass ein Fintech genau diese Schnittstelle besetzt, weil dann wird die Bank sozusagen in den Hintergrund gerückt oder gedrückt. Das sollte nicht passieren. Stattdessen sollten Banken, eben Kreditinstitute, solche Produkte anbieten, die Mehrwerte für den Kunden liefern. Und ich gehe sogar so weit, das müssen nicht mal die eigenen sein, nicht? Sondern das kann über eine Plattform, können das durchaus auch Produkte von Drittanbietern sein. Das kann auch so weit gehen, dass dann nicht nur eine Versicherung vermittelt wird, sondern vielleicht auch eine Beratung in Mietfragen weiter erfolgen kann. Ja? Also hier sind, glaube ich, viele Möglichkeiten, die hier auch offen stehen. Und letztlich geht es immer darum, Nutzen zu vermitteln. Ja, was Sie jetzt beschreiben, da geht es ja im Prinzip schon hin, so weg von einer verwahrenden Institution hin zu so einem Coach in Finanzfragen, ja schon fast. Ne? Da haken wir auch gleich auf jeden Fall nochmal ein. Ich würde gerne noch so einen Moment bei dem Kreditgeschäft bleiben, denn die letzten Jahre vielleicht auch als Nachwirkung dieser Niedrigzinsphase nach dem Crash 2008, ist das jetzt schon für eine ganze Generation mentalitätsprägend gewesen, diese Niedrigzinszeit, dass Kredite so billig sind? Gut, also ich meine, wir haben in der Tat jetzt ein historisches Niedrigzinsniveau, für das es auch keinerlei historische Referenzen gibt. Ich habe Schwierigkeiten, meinen Studierenden zu erklären, warum es eigentlich Negativzinsen gibt oder was eigentlich die Begründung für Negativzinsen ist. Da muss ich dann schon mal nachdenken und sagen, es könnten vielleicht Opportunitätskosten sozusagen einer anderweitigen Nutzung sein. Ja, also das sind tatsächlich jetzt ganz besondere Zeiten, die wir haben. Es ist auch nicht zwingend absehbar, wann das enden wird. Und das stellt viele Kreditinstitute vor immense Herausforderungen, die Sparkassen, die Kreditinstitute vor 15, 20 Jahren definitiv nicht hatten. Also insofern ist das natürlich prägend.
Dazu kommt, was Sie angesprochen haben, eine deutliche Ausweitung von regulatorischen Vorschriften, die auch nicht immer sozusagen abgestellt sind sozusagen auf das Geschäftsmodell von Kreditinstituten. Das setzt vor allem natürlich kleinere Häuser stark unter Druck. Und dann haben Sie noch, Stichwort Digitalisierung, Herausforderungen, die aus genau dieser Ecke kommen. All das bedeutet aus meiner Sicht eben wirklich besondere Herausforderungen, vor denen Kreditinstitute im Moment stehen. Und gibt es diese Herausforderungen? Sie haben gesagt, diese Versuche, alle Risiken im Kreditgeschäft zu vermeiden durch starke Formatisierung. Ist das ein guter Ansatz oder führt das eher zu Stagnation? Also so Stichwort überreguliert. Wo würden Sie es da setzen? Ich glaube, das ist jetzt ganz schwer einzuschätzen. Also natürlich hat der Gesetzgeber, hat auch sagen die Bankenregulierung gute Gründe für regulatorische Vorschriften. Letztlich geht es um sozusagen Funktionsschutz auch sozusagen der Volkswirtschaft. Kreditinstitute haben nun mal eine besondere Relevanz auch für das Funktionieren einer Wirtschaft. Und dass eben hier regulatorische Vorschriften ansetzen, halte ich für völlig legitim, halte ich auch für absolut sachgerecht. Es ist halt immer eine Frage der Balance, nicht? Und wie man auch einzelne Institutsgruppen und einzelne Geschäftsmodelle von Institutsgruppen mit regulatorischen Vorschriften belegt oder ob man sagt, okay, also es gibt eben je nach Größe eines Instituts vielleicht auch abgestufte regulatorische Vorschriften. Also ich glaube, die Frage lässt sich nicht, wie es so oft ist, nicht eindeutig beantworten. An vielen Stellen haben wir sicherlich, insbesondere für kleinere Institute, eine Überregulierung. Aber Regulatorik ist nicht per se falsch und ist auch nicht per se schlecht, sondern hat auch durchaus, ja, ich denke hier an die Zahlungsverkehrsrichtlinie, kann durchaus positive Auswirkungen auch auf sozusagen Wettbewerb und auf Marktentwicklung haben. Genau, da kommen wir nämlich jetzt drauf. Jetzt kommen wir zu den Daten. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, die zweite Zahlungsdienstrichtlinie der EU. Gibt es Daten, will ich aber weiter hinten aufrollen. Daten ist ja im Prinzip das Ding, also die Währung in unserer vernetzten Welt. Frage ich jetzt die Frau Ficht nochmal als übergeordnete Instanz, was kann denn eine Bank mit den Daten überhaupt machen? Wir haben nicht 3 Stunden Zeit, aber so einen kleinen Exkurs. Ja, es kommt tatsächlich darauf an, was sie machen könnte, Stichwort Regulatorik. Heute ist es tatsächlich so, dass Banken fast gar nichts mit Daten tun und sich häufig noch nicht mal im Klaren darüber sind, auf was für einem Datenschatz sie eigentlich heute schon sitzen. Jede Transaktion läuft nun mal durch die Bank und sie sitzen da drauf. Damit wird heute nichts gemacht. Allein so Dinge wie den Kunden zielgerichtet anzusprechen mit irgendwelchen Angeboten. Das klingt jetzt im ersten Schritt nach Werbung, das fühlt sich nur dann nach Werbung an, wenn es halt irgendwie nicht passend ist. Also das heißt, wenn ich auf einmal für 3 Kinder Kindergeld kriege und lange nicht umgezogen bin oder keine Mietkaution zahlen musste, wäre das vielleicht ganz sinnvoll, mal zu fragen. Größere Wohnung gefällig? Zum Beispiel. Auch so ein 18. Geburtstag der Kinder kommt ja selten überraschend. Insofern, also das sind alles so Informationen, die sind da. Die sind auch nicht irgendwie gefährlich, geheim oder sonst irgendwas. Das sind Daten, die wir unseren Banken sowieso preisgegeben haben an irgendeiner Stelle und die jetzt auch nicht weiter schlimm sind. Wenn also Banken in dem ersten kleinen Schritt zumindest mal diese Daten nutzen würden, um für mich als Kunden das Angebot besser, passender, spannender, kostengünstiger, was auch immer zu gestalten, wäre, glaube ich, schon viel gewonnen. Und das wird heute tatsächlich in den Banken noch wenig bis gar nicht gemacht. Da ist noch sehr viel mehr möglich. Aber die Frau Handschuhe hat genickt, als Sie das erzählt haben. Da glaube ich, da hat die bestimmt was in petto, wenn die so nickt. Also ich würde erst noch mal bestätigen, das ist genau richtig. Ich nehme ein Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung, eine ganz essentielle Versicherung. Und wenn man systematisch einfach die Daten auswertet, kann man feststellen, welcher Kunde bräuchte die. Im Moment ist es so, wir trainieren
trainieren unsere Azubis wirklich darauf, zu sagen, wo sind die Risiken? Was musst du deinen Kunden wirklich empfehlen? Was ist wichtig für den Kunden? Das könnte man natürlich super unterstützen durch Datenanalysen. Aber wo wir schon dran arbeiten, es sind so Themen wie zum Beispiel Befüllung der Steuererklärung durch Daten, die in unseren Konten vorhanden sind. Also da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsfälle, wobei ich gebe der Frau Ficht vollkommen recht, hier stehen wir tatsächlich noch ein Stück am Anfang. Aber es sind viele Fälle oder viele Anwendungsmöglichkeiten zugunsten, zu Nutzen der Kunden, die wirklich unterstützen, die letztendlich keine Werbung sind, sondern wirklich die Absicherung im Leben oder in der Zeit, in der der Kunde von uns begleitet wird, darstellen. Wenn, also auch von also es geht bei so kleinen Sachen los, wie werden Kunden segmentiert in Banken? Mhm. Das passiert heute, indem man schaut, was hat der für ein Einkommen oder was hat der für ein Vermögen dort liegen. Das funktioniert ein Stück weit, es ist aber immer eine rückwärtsgewandte Betrachtung. Immer, was hat der Kunde bereits getan? Mhm. Was nicht geguckt wird, ist, was hat der eigentlich für Potenzial? Besteht vielleicht die Chance, dass er zwar heute kein großes Einkommen hat, aber morgen ein großes Vermögen erbt. Oder, ne? Also nach vorne zu schauen und eine Prognose zu wagen und die Kunden anhand dieser Prognose zu segmentieren. Und das sind zum Teil Daten, die man dafür heranziehen könnte, die Banken heute schon haben. Mhm. Zum Teil sind es aber Daten, die Sie und ich überall in der Welt jeden Tag ganz offen von sich preisgeben. Ob das ein Facebook ist, ob das ein Amazon ist oder. Ne? Also Daten, die tatsächlich auch sozusagen öffentlich zugänglich sind, die man auch da heranziehen könnte. Gleichzeitig das Thema Sicherheit. Banken müssen natürlich eine Bonitätsanalyse machen, müssen natürlich Ausfallrisiken bewerten und so weiter. Das tun sie auch, da haben sie auch tolle Algorithmen für. Wenn man jetzt noch weitere Daten hinzuziehen würde, die man da draußen in der Welt findet, würde das den Banken die Möglichkeit geben, die schon bestehenden Risikomodelle unter Umständen noch ein Stück weit zu verfeinern, sozusagen mit tagesaktuellen Daten. Also das heißt, wenn meine Bank dann weiß, mit meinem Fitness-Tracker läuft es nicht gut, ich habe vielleicht bald einen Infarkt beim Laufen, dann wird meinem Mann schon mal Reise nach Hawaii angeboten, präventiv? Das ist genau das, was ich meinte, ne? Daten, die sowieso sie preisgeben, die vom Fitness-Tracker geben sie nicht preis. Ja, die landen auch in den allermeisten Fällen in irgendeiner Cloud, das heißt aber nicht, dass die für irgendeine Bank oder eine Versicherung oder sonst irgendwen per se erstmal im Zugriff wären. Ne? Sondern da geht es eher darum, sie unterhalten sich auf Facebook oder irgendwo mit ihren Freunden über die neuesten, schnellsten Automodelle. Da könnte eine Bank schon mal auf den oder machen lauter Probefahrten aktuell und berichten davon. Könnte natürlich eine Bank schon mal auf den Einfall kommen, dass sie da möglicherweise doch noch mal Bedarf an einem Kredit hätten oder also was auch immer man dann für Schlüsse daraus ziehen könnte. Und es sind keine geheimen Daten. Vielleicht eine Ergänzung, weil Sie sagen auch, die Banken tun zu wenig mit den Daten, die sie zur Verfügung haben. Und Sie haben es bestätigt. Sie sagen, wir stehen da noch ganz am Anfang. Das stimmt. Ich glaube aber auch, dass es häufig nicht am Willen der Banken scheitert, sondern einfach an der Infrastruktur. Und zwar sowohl der Infrastruktur, die wir sozusagen in Deutschland haben. Vorhin kam das Beispiel Schweden, wo das alles ein bisschen anders läuft, ein bisschen einfacher ist, als auch an der IT-Infrastruktur der einzelnen Häuser. Auch das ist schon angeklungen. Die ist in der Regel eben historisch gewachsen, wie man so schön sagt. Und dementsprechend sind da nicht alle Daten immer so rauszukriegen, wie man das gerne hätte. Also es ist nicht nur das Wollen, sondern auch das Können. Und ich glaube, dass auch an der Stelle das Thema Kooperation, auch das ist gerade angeklungen, mit Daten, die zum Beispiel öffentlich verfügbar sind, ein Weg sein kann, diese Infrastruktur, ich sag mal so ein Stück weit zu heilen. Ja. Wo sind denn so die Grenzen der Datenanalyse? Frage ich Sie jetzt mal so juristisch oder auch moralisch. Wo ist denn Schluss? Wo würden Sie sagen, jetzt reicht's? Also ich denke, es gibt in mehreren Ebenen Grenzen der Datenanalyse. Eine Ebene ist sicherlich, sagen wir mal, die technisch-statistische Ebene. Sie haben es angesprochen, damit Sie überhaupt strukturierte Datenanalyse betreiben können, müssen die Daten mal im vernünftigen Format vorliegen, ja, in einem einheitlichen Format vorliegen, weil Sie ansonsten gar nicht mit Algorithmen darauf zugreifen können. Da haben sozusagen die großen Technologiekonzerne natürlich einen Vorteil.
weil die Daten von Anfang an in dieser Struktur sozusagen bei ihren Nutzern erhoben bzw. abgegriffen haben. Dazu kommt, diese Datenanalyse wird ja zum bestimmten Zweck durchgeführt. Nicht? Man will damit meinetwegen Vertrieb unterstützen. Das setzt aber auch voraus, schlicht und ergreifend, dass hier die Methodiker auf der einen Seite und die Vertriebler sozusagen die gleiche Sprache sprechen. Ja, auch da kann es schon mal dran hapern, nicht? Dass hier also sozusagen die einfach nicht zueinander kommen. Es gibt betriebswirtschaftliche Grenzen. Sie müssen sich überlegen, wie viele Daten will ich eigentlich sammeln und auswerten. Das muss immer sozusagen zielbezogen sein. Rechtlich haben wir einen klaren Rahmen. Das wäre die dritte Ebene. Es gibt die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland, die klar regelt, dass vom Grundsatz her der Kunde sein Einverständnis dafür geben muss, dass Daten eben sozusagen verarbeitet werden dürfen. Ja, aber wer liest sich denn all das Kleingedruckte durch, wenn es beim Gewinnspiel was umsonst gibt und zack ist das Kreuzchen gemacht, dass diese Firma auf mein Konto gucken darf? Na gut, also hier glaube ich, sind alle gut beraten, für Akzeptanz zu sorgen. Das heißt, das deutlich eben auch zu erklären. Und gerade Kreditinstitute tun gut daran, hier wirklich, und das wäre jetzt sozusagen das, was Sie mit moralisch-ethisch angedeutet haben, mit den Daten Ihrer Kunden wirklich sehr, sehr sorgsam umzugehen. Es gibt Grenzen dessen, was man als Kreditinstitut machen sollte, selbst wenn man es dürfte. Ist es auch eher so, wenn man jetzt mal so das Bild nimmt, also jetzt so in Bezug auf Sicherheit oder so, ne? Wenn man das Bild vom Safe nimmt, es gibt ja Systeme, wir haben schon gehört von Blockchain und, ne? Wenn man jetzt nicht diskutiert, ob es absolute Sicherheit gibt, sondern so ein ganz einfaches Bild nimmt, wenn was schief geht, wer war am Safe? Hat jemand von außen den Safe geknackt oder hat der Besitzer des Safes, also der Kunde, vergessen, die Tür richtig zuzumachen und hat dann dem Kriminellen quasi das Türchen aufgelassen? Werfe ich so in die Runde. Sie sind da alle drin, digital. Wo hakt es, wenn es hakt? Es hakt gar nicht. Also wenn ich das höre, hakt es gar nicht? Es gibt beides. Okay. Also häufig haben wir Betrugsfälle, ganz viele Betrugsfälle, und das beziehe ich jetzt gar nicht mal nur auf Geld, passieren immer noch beim Nutzer. Man kann sich das irgendwie nicht vorstellen, aber es gibt immer noch ganz viele Fälle, wo jemand in der Phishing-Mail irgendwo draufgeklickt und seine Kontodaten eingegeben hat oder Passwörter oder was weiß ich. Erstaunlicherweise gibt es das immer noch. Also ja, der Endnutzer ist definitiv ein Problem, wenn man das so sagen kann. Möchte. Ein Problem für die Sicherheit, wenn er nicht genau, aufpasst. Ja. Genau. So. Nichtsdestotrotz wird es immer kriminelle Energien geben. Und solange es die gibt, wird es auch immer irgendwelche Angriffsfälle geben. Und da muss man, also das ist auch so ein bisschen, man läuft dem hinterher. Ne? Man schafft ein Sicherheitsniveau. Und das wird irgendwann früher oder später geknackt. Also muss man das Schloss vor dem Safe wieder ein bisschen, ne, oder die Zahl wieder, die Geheimzahl wieder ein bisschen länger machen oder. Also man schließt diese Sicherheitslücken, die sich da auftun, natürlich. Was man nie schaffen wird, ist ein 100% sicheres System. Das ist alles so lange sicher, bis jemand was Neues erfindet. Ja, und so schnell, wie sich Technologie heute weiterentwickelt, mal ganz blöd gesagt, wenn der sicherste Verschlüsselungsalgorithmus heute ist nichts mehr wert, wenn wir plötzlich Quantencomputer einsetzen. Weil die sichersten Verschlüsselungsalgorithmen im Handumdrehen knacken könnten. So. Ist es deswegen sinnvoll, da sich heute als Verbraucher Gedanken drüber zu machen? Sicher nicht, weil man nicht so richtig in den Supermarkt gehen kann oder in den Technikladen und sich mal eben einen Quantencomputer aus dem Regal holt. Ja. Also nichtsdestotrotz, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Was es so wichtig macht, dass wir uns jeder Einzelne als Verbraucher darüber bewusst sind, dass ganz viel eben auch bei uns liegt. Wie ist es, der einzelne Verbraucher, der sich bewusst ist? Ich habe eben schon gesagt, diese zweite Zahlungsdienstrichtlinie der EU und Open Banking. Bekomme ich da als Nutzer ein Cockpit, wo ich quasi sehen kann, wer auf mein Konto guckt? Zuerst mal würde ich sagen, sollten Sie sich sehr genau überlegen, wem Sie denn freigeben, auf Ihr Konto zu gucken. Und wenn Sie gerade in Apps unterwegs sind, einfach mal so auf Einverstanden geklickt, ist in diesem Fall total unratsam. Die Banken, alle Banken, traditionellen Banken, sind sehr bemüht, eben den Datenschutz ganz hoch anzusiedeln und eben diese Sicherheit zu bieten.
Wenn Sie aber kurz mal die App anklicken und sagen, ja, du App-Anbieter, du darfst auf meine Daten, auf sämtliche Kontodaten. Was will die Bank dann machen? Dann kann die Bank nichts machen. Ja, das ist dann das, steht in Ihrem Online-Konto, Sie haben das angeklickt, aber ob Sie das zur Kenntnis nehmen oder nicht, das ist dann letztendlich Ihre Sache. Von daher ist die Zahlungsverkehrsrichtlinie auch eine Option für den einen oder anderen, hier relativ smart auf Daten zu kommen, wenn der Verbraucher hier nicht aufmerksam ist. Also schön im Hinterkopf notieren, nicht einfach irgendwo ein Kreuzchen setzen. Was aber vielleicht auch nochmal wichtig ist zu sagen, weil das auch häufig in den Medien auch, finde ich, ein bisschen nicht klar genug dargestellt wird. Das bedeutet aber nicht, dass, wenn ich aus Versehen einen falschen Haken gesetzt habe, plötzlich irgendjemand von meinem Konto Geld abbuchen darf oder irgend sowas. Ne? Also da muss ich schon deutlich mehr machen, als einfach nur ein Häkchen gesetzt haben. Dann werde ich immer noch eine TAN oder was auch immer brauchen und so weiter. Also das sollte ich dann doch merken, wenn ich das autorisiere. Das ist so ein bisschen, häufig wird das in den Medien, wurde das so ein bisschen kolportiert, finde ich, wie da ist jetzt dem Betrug Tür und Tor geöffnet. So ist es jetzt auch nicht. Es ist ja auch so, dass wir die ganze Zeit Fortschritt und Innovation immer sehr als Technik getrieben sehen und auch jetzt hier in der Runde so geredet haben. Aber bei sowas Sensiblem wie Finanzen, Absicherung, Lebensgestaltung und so weiter, ist da der Kundenberater ein Wert, ein Asset, das noch Potenzial hat? Ja, also da bin ich tatsächlich komplett überzeugt. Ich glaube, die Kombination ist es. Also wir haben jetzt als Sparkasse Köln-Bonn seit ungefähr 1,5 Jahren eine Direktfiliale im Einsatz. Das heißt, Sie können auch auf medialem Weg bis zur Baufinanzierung alles machen. Das ist super, wenn es einfache Produkte sind, wenn Sie keine Beratung brauchen. Aber in dem Moment, wenn Sie ein Problem haben, glaube ich, ist es sehr, sehr wertvoll, den Kundenberater zu haben, an seiner Seite zu wissen. Das kommt vielleicht in 10 Jahren dreimal vor, aber in diesen 3 Fällen sind Sie sehr, sehr dankbar, wenn Sie zur Filiale gehen können, wenn Sie mit ihm sprechen können und wenn er Ihr Problem dann löst. Von daher glaube ich, ist es ein absolutes Zukunftsmodell, diesen hybriden Weg zu gehen, zu sagen, ja, wir haben eine Direktfiliale für einfache Themen, für Alltagsthemen. Da kannst du auf welchem Weg auch immer, per Chat, per E-Mail, per Telefon zu uns kommen. Wir lösen schnell, wir lösen einfach. Aber wenn es kompliziert wird, wir sind da, wir sind vor Ort. Das ist ja so ein bisschen auch dieses Omni-Channel-System, das genau wie sich jetzt im Zahlungsverkehr, wo sich Bargeld mit Bargeld losmischt, mischt sich also auch im Handel oder überhaupt in der Wirtschaft dieses Prinzip Online und echte Welt. Also das heißt, ich kann auch im Möbelhaus gucken, ist das Regal, was ich brauche, da? Fahre ich in ein anderes Möbelhaus oder habe ich im Baumarkt diese Armatur vorrätig oder fahre ich in eine andere Filiale? Das machen Sie im Prinzip auch, aber also Sie vernetzen die echte und die digitale Welt. Aber bei Ihnen geht das weiter. Dieses Telefonbanking oder so war ja Vorreiter bei den Banken. Das waren ja mit die ersten, die das hatten, oder Internetbanking. Aber Sie gehen weiter und haben diese Direktfiliale, wo Sie diesen Kundenberater haben. Wie stelle ich mir das vor? Sitzt der da am Bildschirm? Tatsächlich ist es so. Und das ist mein persönlicher? Sie können das wählen, wie Sie möchten. Sie können einen persönlichen Berater in der Direktfiliale haben. Sie können aber auch, wenn Sie Ihren persönlichen Berater in einer stationären Filiale haben und einen Sonderwunsch haben, weil Sie gerade in Hamburg sind, ein Auto kaufen wollen und jetzt einfach nicht in die Filiale kommen, bei uns können Sie auch anrufen. Dann übernehmen das die Kollegen in der Direktfiliale. Also wir haben da sehr, sehr schöne Begebenheiten, die Kollegen erzählen. Wir hatten einen 89-jährigen Mann, der angerufen hat, unterstützt von seinem 14-jährigen Enkel. Der hat ihm dann ermöglicht, dass die Kollegen von uns klicken sich dann auf ihren Computer, Co-Browsing nennt sich das. Sie gehen mit ihnen den ganzen Antragsprozess jetzt für eine Baufinanzierung oder für einen Privatkredit durch. Und schließen das dann auch tatsächlich online ab. Das war aber der echte Enkel. Das war der echte. Ich dachte, ich frage nur. Nein, das war tatsächlich der erste Enkel. Und dieser Mann hat es tatsächlich mit seinem Enkel geschafft, ein Konto anzulegen. Und der war so begeistert, der macht nichts anderes mehr, als nur in der Direktfiliale anzurufen. Ich denke, es ist wirklich eine schöne Möglichkeit, hier auf bequemem Wege, auf einfachem Wege, seine Bankgeschäfte auch entsprechend zu erledigen. Und ich gehe da sehr, sehr gerne
gerne hin, höre mir immer die Geschichten an aus Australien oder wo auch immer Kunden von uns gerade unterwegs sind und dann Probleme haben, die dann wirklich in der Direktfiliale vor Ort gelöst werden. Super. Wie ist das, wie haben sich denn Bankkunden verändert? Also ich weiß, früher war das ja immer noch so ein bisschen heilig, wenn man in die Bank ging. Es war nicht weit weg vom Gefühl her, wie wenn man in die Kirche ging oder auch so ein bisschen hat man was ausgefressen. Die haben alle streng geguckt. Und heute habe ich eher den Eindruck, dass dieses Verhältnis Kunde, Bankberater emanzipierter ist. Ist das anstrengend für die Banken? Frage ich Sie jetzt mal als Übergeordnete. Sie müssen ja nee sagen. Sie müssen ja sagen. Aber also anstrengend im ja sicherlich im Sinne, wie jede Veränderung in gewisser Weise anstrengend ist. Was glaube ich ein wesentlicher Unterschied ist, ist, dass der früher der Kunde ganz klar weniger und schlechter informiert war als der Bankberater. Das hat sich mit Internet und Google und 1000 Informationsmöglichkeiten, die man hat, grundlegend geändert. Ich würde, also korrigieren Sie mich gerne, aber ich möchte behaupten, es gibt sicherlich genug Kunden, die wahrscheinlich besser informiert sind gerade als der Bankberater, weil der eben mehr hat als diese eine Frage, um die er sich gerade kümmert, sondern eben ein breites Themenfeld abdecken muss. Das heißt, für den Bankberater ist so jemand wahrscheinlich schon in gewisser Weise anstrengend, aber es führt natürlich auch zu neuen Möglichkeiten. Die Frage ist, wie gehen Banken damit um? Nutzen sie das für sich? Was sich sicherlich für Banken ändern muss, Sie haben das Szenario gerade so schön beschrieben, heilige Hallen, man kommt da quasi zur Audienz, wenn man denn den Termin beim Bankberater hatte, der dann hinter seinem Schalterchen saß, versteckt und auf seinen Bildschirm geschaut hat, den nur er gesehen hat. Ne, also dieses war ja ein ganz klar ganz ungleiches Gefälle, Verhältnis. Ja. Das hat sich ganz deutlich geändert hinzu, man unterhält sich auf Augenhöhe. In vielen Filialen findet man dann jetzt eben auch entsprechende Sofas, loungeartig eher. Der Berater hat vielleicht ein Tablet in der Hand, man schaut gemeinsam auf die Daten und spricht darüber. Also es ist deutlich mehr ein Verhältnis auf Augenhöhe, mit dem Berater natürlich erstmal umgehen müssen, was aber auch die Möglichkeit gibt, mit dem Kunden natürlich ganz anders zu sprechen. Wenn man... Und wir haben das tatsächlich in verschiedenen Ländern probiert. Es ist ziemlich egal, wo man das macht. Einfach mal auf die Straße geht und eine Handvoll Leute fragt, brauchst du eigentlich noch einen Bankberater? Dann ist die Antwort typischerweise nein, außer wenn es kompliziert wird. Und das ist genau das, was Sie gesagt hatten. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen ist es kompliziert. Was ist das? Das sind typischerweise Immobilienfinanzierungen. Das machen halt die wenigsten von uns so häufig im Leben, dass man da eine Routine entwickelt. Das sind aber so Fälle wie zum Beispiel auch Nachlassverwaltung, wenn jemand verstorben ist und das Konto aufzulösen gilt und so. Also alles so Fälle, wo man einfach sagt, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gemacht. Das ist eins, da braucht man einfach wirklich Hilfe. Und das Zweite ist, glaube ich, ein ganz emotionaler Effekt einfach an vielen Stellen. Ich brauche jemanden, wo ich mir sicher sein kann, im Zweifel kann ich dem die Ohren lang ziehen, wenn es schiefgegangen ist. Okay, also das würde dann auch dafür plädieren, dass eine gute Kaffeemaschine wichtig ist für die Kundenbindung, auch heute noch. Ich bin Kaffee-Junkie, ich würde das klar mit Ja beantworten. Okay. Also ich kann das auch wirklich nur bestätigen. Dem Bankberater kommt nach wie vor, vielleicht in Zukunft sogar noch eine höhere Bedeutung zu. Denn Kunden sind auf Augenhöhe mit den Beratern, Kunden informieren sich. Und Kunden werden auch dann, wenn es wirklich um komplizierte Produkte geht, Stichwort Baufinanzierung, möglicherweise ja auch mit mehreren Anbietern sprechen. Und dann wird es ganz entscheidend darauf ankommen, dass der jeweilige Bankberater sehr schnell sozusagen ein Vertrauensverhältnis zum Kunden aufbaut, sehr schnell seine Kompetenz deutlich macht, sehr schnell und sehr transparent eben auch darlegen kann, wie die Konditionen sind, wie die Abläufe sind. Also ich glaube, dem Bankberater kommt in Zukunft noch eine viel höhere Bedeutung zu. Und vielleicht darf ich das nur ergänzen zu den heiligen Hallen. Wir haben tatsächlich vor ungefähr dreiviertel Jahr eine komplett neue Kleiderordnung eingeführt. Und man sieht auch, das kommt an, die Krawatte ist gefallen, die Jeans hat Einzug gehalten, auch ins Beratergeschäft. Und man glaubt gar nicht, was das für Auswirkungen und Effekte auch in der Zusammenarbeit hat. Das ist schon sehr erstaunlich. Und auch im Kontakt mit den Kunden.
gerne zwei Sachen ergänzen. Das eine, ich glaube, das betrifft nicht nur den Bankberater, sondern das ist insgesamt ein gesellschaftliches Phänomen. Also wenn heute jemand zum Arzt geht, weiß der in der Regel ja auch schon, was er hat. Außer wenn es eben besonders kompliziert ist, ja, so wie Sie das sagen. Also das ist insgesamt über alle Felder ein Thema, dass Leute einfach besser informiert sind. Besser informiert mit denjenigen sprechen, die eigentlich sozusagen die Experten sind. Ja. Und das Zweite ist, dass es auch ein Generationenthema ist, das ist ja klar. Sie haben das angesprochen, das Beispiel mit dem Enkel. Und natürlich ist es so, dass diejenigen, die so aufgewachsen sind, auch heute noch irgendwie mit Respekt in die heiligen Hallen gehen. Ja. Und diejenigen, die schon immer ihre Überweisung per App auf dem Handy gemacht haben, die haben da keine Berührungspunkte. Also das ist auch was, was sich entwickelt. Ja. Ich bin gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Wir haben so einen kleinen Ausblick heute bekommen. Ich könnte noch viel länger mit Ihnen reden, aber die Regie sagt mir, Nathalie, die Zeit ist rum. Das tut mir sehr leid. Ich danke ganz herzlich für diesen Einblick. Ich selber nehme jetzt aus der Runde mit, gut aufpassen, wo man sein Kreuzchen macht und immer schön nett sein zum Kundenberater. Den kann man bestimmt noch mal gut brauchen, gerade dann, wenn es schwierig wird. Gut zusammengefasst? Ich glaube, ne? So. Alles andere können Sie sich dann gerne noch mal im Netz angucken. Ihnen vielen Dank, dass Sie hier waren, für Ihre kompetente Anwesenheit hier auf dem Podium. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Dankeschön.